Wenn ich ein Mensch wäre, würde ich auf die Barrikaden gehen. Warum macht ihr das mit mir? Weil ich euch so ähnlich bin? Und warum sperrt ihr mich dann ein? Recht auf Freiheit. Mensch, dein höchstes Gut. Warum nicht für uns Affen auch? Mensch und Menschenaffe juristisch auf eine Stufe stellen. Nichts Geringeres will der Tierrechtler Colin Goldner. Sein Great Ape Project fordert etwas Revolutionäres. Grundrechte für Menschenaffen. Recht auf Leben, Recht auf individuelle Freiheit im Rahmen seiner Anlagen und Unverletzbarkeit von Leib und Leben, sprich körperliche und psychische Unverletzbarkeit. Ich fange damit an, das kann jeder nachvollziehen. Und was sich dann daraus entwickelt, ob es dann irgendwann einmal Bürgerrechte geben wird, schön wäre es, aber ich mache einen Schritt nach dem anderen. 38 deutsche Zoos, in denen Menschenaffen gehalten werden, hat Goldner besucht und gefilmt. Einblicke in ein jämmerliches Häftlingsdasein, wie er sagt. Sie können nichts tun den ganzen Tag, außer ihre eigenen Fingernägel abfressen. Und diese Langeweile im Kontrast zu dem immer wieder heranbrandenden Publikumsverkehr und der extremen, eklatanten Enge macht die Tiere krank. Was ist mit den anderen Tieren im Zoo? Mit Walen, Delfinen und Elefanten, die auch als sehr intelligent gelten. Haben die keinen Anspruch auf Leben, Freiheit und Unversehrtheit? Die Fotos von Britta Jaschinski zeigen, alle Tiere sind leidensfähig. Der Londoner Zoo hatte versucht, die Veröffentlichung ihrer Bilder zu verbieten. Ich denke, dass die meisten Tiere in diesen Zoos tatsächlich in den Wahnsinn getrieben werden. Ne? Durch die Architektur von dem Zoo, das ist einfach nicht designed für Tiere. Ne? Man kann Tiere einfach nicht einsperren. Das sind wilde Tiere, die können einfach nur in ihrer eigenen Wildbahn leben. Ihre radikale Forderung, Zoos abschaffen, Wildtiere in UN-geschützten Reservaten belassen. Für eingefleischte Zoobesucher wäre das ein Verlust. Uns wird was durch die Lappen gehen, auf Deutsch gesagt, ne, wenn wir die nicht mehr sehen könnten in den Zoos. Wir wollen sie mal sehen aus der Nähe, denn nicht jeder hat die Möglichkeit, in die Ursprungsländer zu fahren, wo die Tiere sind. Und da werden sie auch noch getötet, sag ich jetzt mal, weil kein Platz mehr für sie da ist. Ne? Dann denke ich, haben sie es hier manchmal besser. So ein Bär, der hat zu Hause ein Territorium von 1000 Kilometern und hier ist er halt auf 10 mal 10 Meter. So schön man das auch gestaltet, mit so viel Farbe und so viel Blumen, es bleibt ein Gefängnis. Verhaltensgestörte gefangene Affen. Psychopharmaka für Zootiere. Wir wollten mit Zoodirektoren darüber reden, aber keiner war zum Interview bereit. Es gibt seit 150 Jahren Orangutans in europäischen und nordamerikanischen Zoos. Es hat die zur Schaustellung dieser Tiere nichts beigetragen zum Schutz der Regenwälder in Südostasien. Auch der gigantische Hype, der etwa um den Eisbären Knut in Berlin vor einigen Jahren inszeniert worden ist, hat nichts beigetragen zum Schutz der Arktis. Seit 2002 steht der Tierschutz in Deutschland im Grundgesetz. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen zufügen. Doch für Tierrechtler gibt es keinen vernünftigen Grund. Gandhi sagte mal, die Größe einer Nation kann man daran messen, wie sie Tiere behandelt. Das wichtigste Kriterium für die Tierrechtler ist letztlich nicht die Intelligenz eines Tieres, sondern ob es leiden kann. Neuseeland hat schon seit 1999 Grundrechte für Menschenaffen in der Verfassung. Sollte es uns gelingen, die Speziesgrenze zwischen Mensch und Menschenaffe etwas durchlässig zu machen, könnte das zu einem Erdrutsch führen, der letztlich allen Tieren zugute käme, sowohl den menschlichen als auch den nichtmenschlichen. Und zu einem radikalen Wandel führen könnte des gegenwärtigen Verhältnisses Mensch-Tier. Auch manche Theologen sagen mittlerweile, Tiere haben eine Seele. Und der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Das Institut für Theologische Zoologie in Münster erforscht sogar die Würde der Tiere. Viele sagen, Menschen haben per se einen höheren moralischen Wert als Tiere. Und ich sage, Tiere haben den gleichen moralischen Wert wie Menschen. Britta Jaschinski geht es um die Würde aller Tiere.
Alle sind verletzlich und schützenswert. Ich bin den Tieren nicht übergeordnet als Mensch, für mich persönlich. Aber das ist eine persönliche Sache. Ja? Ich sage ja auch nicht zu allen anderen Menschen, ihr müsst jetzt genauso denken wie ich. Ich kann ja nur das machen, was ich selber fühle. Und das verpacke ich in meine Bilder und sehe dann, wie die Resonanz von den Menschen ist. Grundrechte für Menschenaffen. Bisher für viele noch eine Provokation. Aber vielleicht ein Anfang für mehr Tierschutz auf allen Ebenen. Deshalb bleibt's dabei. Wenn ich du wäre, Affe, ich würde auf die Barrikaden gehen. Du kannst nicht sprechen? Dann muss ich es tun. Für dich.